Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben die völlig überstürzte Entscheidung der Bundesregierung aus dem Jahr 2011 aus der Kernenergienutzung bis Ende 2022 auszusteigen und parallel das rigorose Ende der Kohleverstromung bis 2038. Das stellt uns vor riesige Herausforderungen in Sachsen bezüglich der Energiesicherheit und auch bezüglich von Arbeitsplätzen, besonders in der Lausitz. Verantwortlich dafür ist in dieser Gesellschaft gerade der grüne Anteil, auch hier in unserer Regierung. Doch sie sind weder ehrlich zu sich selbst noch zu den Bürgern, meine Damen und Herren. Warum sind Sie von den Grünen nicht ehrlich zu den Bürgern? Denn erstens, auch nach 2022 werden wir Strom aus Kernenergie in Deutschland brauchen. Wir kaufen ihn dann einfach stärker aus Frankreich ein mit einem Anteil von 71% Kernenergie. Oder denken Sie, dass wir dann ab 2022 einen Filter an die Steckdose machen, wo wir grünen Ökostrom herbekommen? Zweitens, die Alternative, ja, ist eine Alternative, das ist eine interessante Theorie, Herr. Da können Sie der Sache ja mal nachgehen. Die alternative Stromversorgung aus Wind und Sonne ist instabil. Wir haben im Sommer Spitzen und im Winter die Flauten. Wir haben es die letzten Tage ja gesehen mit bedeckten Photovoltaik-Dächern. Und genau da ist Ihr Baerbockscher Traum von Kobolden und Netz aus Speicher auch geplatzt, meine Damen und Herren von den Grünen. Und das macht unseren Antrag Einbahnstraße, ja, Herr Lippmann, da können Sie sich doch freuen, Einbahnstraße Energiewende beenden, technologieoffene Forschung und Entwicklung in Sachsen gewährleisten. Doch warum möchten wir diesen Antrag heute einreichen, beziehungsweise was wollen wir damit umsetzen? Ich möchte auf 4 Punkte eingehen. Erster Punkt, Forschung und Entwicklungsstrategien in Sachsen überarbeiten. Zweitens, innovative Projekte, Technologie offen fördern. Drittens, den Technologietransfer aus dem Bereich Energieforschung stärker zu fördern. Und viertens, nicht nur Wasserstoff allein als Antriebstechnologie zu fördern. Zuerstens, Forschungs- und Entwicklungsstrategie überarbeiten. Es gibt den Masterplan Energieforschung in Sachsen, wurde von Wissenschaftsministerin Stange, SPD, vor 3 Jahren vorgestellt. Doch dieser reicht nicht aus. Warum? Schon bei der Definition der Begriffe gibt es Missverständnisse. Im Masterplan heißt es, ich zitiere, technologieorientierte F&E-Themenfelder werden unterstützt. Und weiter in Ihrer Definition heißt es, Forschungsaktivitäten, die mehrheitlich auf neuartige Technologien und technische Innovationen fokussiert sind. Also beispielsweise die Forschung zur Kernfusion, neuartig und technisch innovativ. Was steht aber in Ihrem Masterplan zum Thema Fusionsforschung? Ich zitiere, das Themenfeld Fusionsforschung spielt in Sachsen nur eine sehr untergeordnete Rolle und wird daher nicht tiefergehend betrachtet. Das, meine Damen und Herren, das verstehen Sie also von Zukunft und Innovation in Sachsen. Diese Aussage ist ein Armutszeugnis für den Freistaat Sachsen und ein Schlag ins Gesicht von Freiheit und Forschung und Lehre. Zweitens, wir wollen mit unserem Antrag innovative Projekte eben technologieoffen fördern. Sachsen darf sich nicht aus politisch-ideologischen Gründen einzelnen Forschungs- und Entwicklungsfeldern der Zukunft verschließen. Und da möchte ich Sie, liebe CDU, an Ihr eigenes Positionspapier des Bundesfachausschusses Wirtschaft vor einem Jahr erinnern. Thema dieses Positionspapiers, jetzt wird es ein bisschen unangenehm in der Regierungskoalition, Thema war sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung der Zukunft. Ich zitiere aus dem Papier. Wir, die CDU, setzen uns dafür ein, dass sich Deutschland stärker in das von Euratom durchgeführte Projekt Horizont zur Zukunft der Kernenergie einbringt. Die Projekte zur Kernfusion und zu kleinen modularen Reaktoren sollen dabei ergebnisoffen als mögliche Variante für eine CO2-freie Energieproduktion geprüft werden. Also los, meine Damen und Herren! Also los, Dresden, Rossendorf wiederbeleben, Forschern Perspektiven in Sachsen bieten, kleine modulare Reaktoren in Sachsen ergebnisoffen erproben, quasi Kernfusion, die Minisonne der Zukunft in Sachsen erforschen. Das klingt gut.
natürlich können wir uns als AfD diese Offenheit bei Ihnen von der CDU gegenüber Kernforschung in Sachsen seit 2019 nicht mehr vorstellen. Ihr grüner Koalitionspartner stellt sich ja ganz stark auf Bundesebene massiv gegen die Technologie der Kernfusion. Die Grünen sind eben hier in diesem Land massiv innovationsfeindlich. Lösen Sie sich bitte von dieser grünen Fußfessel, liebe CDU. Dritter Punkt unseres Antrags, Technologietransfer aus dem Bereich Energieforschung stärker fördern. Und hier müssen wir es schaffen, mit intelligenten Methoden die Stadt- und Landbevölkerung wieder zusammenzuführen als Einheit. Die Stadtbewohner, die wollen ja Windkraft auf dem Land und möglichst nur ÖPNV. Auf der anderen Seite haben wir die Landbewohner, wie beispielsweise mich, im ländlichen Raum, im schönen Mittelsachsen. Und wir wollen in unserer Natur, in unserer Heimat keine Windräder stehen haben. Und wir brauchen im ländlichen Raum eben auch den Individualverkehr mit ÖPNV und mit dem PKW. Und dass Ihre Politik im ländlichen Raum nicht ankommt, das zeigen ja auch Ihre Wahlergebnisse, besonders von Ihrem Umweltminister Günther. Der hat in seiner Heimatgemeinde Königsfeld nur 6,2% zur Landtagswahl abgeräumt, meine Damen und Herren. Das zeigt doch, dass er und Ihre grüne Politik auf dem Land nicht gewollt ist. Und Sie wollen nur Elektromobilität und blenden aber dabei Landraub und Umweltverschmutzung durch Lithiumgewinnung beispielsweise in Südamerika aus. Das ist doppelmoralisch, liebe Grüne. Vierter Punkt unseres Antrages, nicht nur Wasserstoff allein als Antriebstechnologie fördern, sondern auch hier alternative Ansätze verfolgen. Wasserstoff ist keine neue Erfindung. Wir alle erinnern uns an den Chemieunterricht, die Knallgasexplosion. Also Wasserstoff ist weder als Brennstoff noch in der Brennstoffzelle neu. Neu ist aber die einseitige Fokussierung in Sachsen und das ist falsch. Und wir hatten hier einen eigenen Antrag, Kernenergie nicht verteufeln, als AfD-Fraktion im November im Wissenschaftsausschuss zur Anhörung. Und da war auch Professor Hurtado von der TU Dresden dabei und wir haben nicht nur über Kernenergie, sondern auch über Wasserstoff gesprochen. Und er hat gesagt, ich zitiere, wir tun gut daran, ehrlich mit uns umzugehen und zu rechnen, was dabei als Wirkungsgrad herauskommt. Es wird dabei herauskommen, dass wir nach heutigem Stand vielleicht eine Verfünffachung oder Verzehnfachung des Strompreises erzielen werden. Wer wird es am Ende bezahlen? Es wird am Ende der Bürger bezahlen. Stellen wir uns vor, eine vierköpfige Familie, er ist Polizist, sie ist Krankenschwester, haben zwei kleine Kinder, ein Familienhaus, schön im ländlichen Raum, jährlicher Energieverbrauch so ungefähr 3.500 bis 4.000 Kilowattstunden, zahlen ca. 1.000 Euro Strom. Und jetzt wird das aufgrund Ihrer einseitigen Politik verfünffacht. Das heißt, ein ganzes Monatsgehalt dieser Familie geht dann drauf für Ihren neuen Energietraum. Das heißt, der Jahresurlaub fällt dann weg, die Fahrräder für die beiden Kinder fallen da weg. Verlassen Sie endlich diese Einbahnstraße, die nur die Familien, die Bürger belastet in diesem Land. Und das Know-how ist ja in Sachsen schon vorhanden, wie beispielsweise die Herstellung synthetischer Kraftstoffe an der TU Bergakademie Freiberg. Wie funktioniert das? Die Forscher haben da einen innovativen Prozess entwickelt. Man nimmt CO2, man nimmt Wasser, man braucht noch Energie und es entsteht ein synthetischer Kraftstoff. Die Freiberger sind in der Lage, an ihrer eigenen Pilotanlage bereits jetzt 16.000 Liter dieses synthetischen Kraftstoffes herzustellen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier in Sachsen eben genau diesen nächsten Schritt gehen, dass eben diese Technologie nicht abwandert, dass wir Sachsen mit seiner Automobilhistorie den eigenen Kraftstoff aus dem Freistaat liefern. Genau das müssen wir doch schaffen. Wir müssen das Wissen hier halten und die Arbeitsplätze müssen hier in diesem Freistaat entstehen. Und daher bitte ich Sie, meine Damen und Herren, unterstützen Sie unseren Antrag und verlassen Sie die grüne Einbahnstraße, eigentlich sogar eine Sackgasse der derzeitigen Energiewende. Kernforschung muss weiter betrieben und gefördert werden. Wir müssen technologieoffen bleiben. Das heißt nicht, dass wir gleich neue Kraftwerke bauen, aber wir müssen die Kompetenz dafür behalten. Meine Damen und Herren, das waren nicht meine Worte, das waren die Worte von Ministerpräsident Kretschmer vor genau einem Jahr.
Also, liebe CDU, es liegt jetzt an Ihnen. Wollen Sie weiter an der grünen technologiefeindlichen Fußfessel hängen oder wollen Sie technologieoffene Forschung in Sachsen auch und gerade mit Kernenergie betreiben? Dazu gehört die Sicherheitsforschung, dazu gehört die Endlagerforschung, dazu gehört die Aufbereitungsforschung und eben auch die Forschung im Bereich der Kernfusion. Wenn Sie das von der CDU wollen, dann stimmen Sie unserem Antrag zu. Ich sehe hier für diese technologieoffene Forschung in Sachsen in diesem Hohen Haus eine Mehrheit von 60% bürgerlich-konservative Mehrheit. Daher bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank.